Hallo zusammen, ich bin der Maximilian vom Camperia-Team und ich zeige euch heute unseren Camperia Midi. Anfangen werde ich mit dem Küchenbereich hier vorne, also quasi der Küchenzeile. Bevor wir aber reingehen, zeige ich euch noch unseren coolen Klapptisch, den man ganz einfach hier hochklappen kann und dann im Sommer, wenn das Wetter schön ist, eben draußen kochen kann, im Stehen zum Beispiel am Laptop arbeiten oder einfach irgendwelche Sachen abstellen. Dann gehen wir mal rein. Wie ihr hier von Anfang an schon sehen könnt, haben wir echt eine großzügige Küche. Das ist uns immer wichtig. Ganz viel Arbeitsfläche eben zum Kochen, damit man was schneiden kann, Sachen abstellen kann. Hier vorne ist unser Spül- und Waschbecken. Das hat eine ordentliche Größe, damit man bei Bedarf auch mal eine Pfanne oder einen Topf abspülen kann. Hier seht ihr unseren großen Wasserhahn. Da haben wir auch noch ein kleineres Modell. Unten drunter Frisch- und Abwassertank, jeweils 20 Liter, reicht erfahrungsgemäß 3 bis 4 Tage. Wenn es dann leer ist, gar kein Stress, wir haben so viel Stauraum hier im ganzen Camper, dass man auch noch 2 oder 3 Kanister mitnehmen kann. Unter den Kanistern drunter befindet sich unsere Standheizung. Wie ihr sehen könnt, bläst die warme Luft dann hier raus. Die wird hier unterm Lichtschalter bedient, kann man seine gewünschte Temperatur einstellen. Das ist noch der Schlauch für unsere Außendusche. Kann man bei unserem großen Wasserhahnmodell ganz easy aufstecken und sich draußen dann eben mal abduschen oder auch draußen, wenn man will, irgendwas abspülen. Dann mache ich mal nach links weiter. Hier haben wir eine großzügige Schublade, in die perfekten Besteckkasten passt, eben um das ganze Kleinmaterial zu verstauen. Unten drunter Platz für Kochutensilien etc. Alles, was man eben so braucht, wie Töpfe, Pfannen, eine Schüssel zum Abspülen, Teller, was auch immer. Hier im hinteren Bereich, im Eck, verbauen wir immer unsere Kompressorkühlbox. Die hat 38 Liter, kriegt man ordentlich Sachen unter, auch 1,5 Liter Flaschen im Stehen. Hier befindet sich unser Gaskocher, der hier während der Fahrt und steht, wenn man ihn halt im Einsatz hat. Man kann ihn bei Bedarf aber auch woanders verstauen. Hier haben wir noch eine Luke, eine Klappe mit jede Menge Stauraum für den ganzen anderen Stuff, den man noch dabei hat, wie Essen, Getränke. Auf jeden Fall kriegt man einiges unter. In dem Bereich hinterm Kocher befindet sich immer unser Fenster. Das ist ein Ausstellfenster mit dem Vorteil, dass man eben auch aufmachen kann, wenn es mal draußen ein bisschen regnet. Von unten Fliegengitter und von oben Verdunkelung. Nach vorne zur Fahrerkabine haben wir auch immer wärmedämmende und lichtundurchlässige Gardinen, damit man eben sich am Abend schön einschachteln kann und keiner merkt, dass jemand im Camper ist. Das war es soweit auch schon von unserem Küchenbereich hier vorne. Ich werde dann einfach weitermachen mit dem Bettbereich jetzt. So, jetzt komme ich zum Bettbereich. Der befindet sich immer im Hintern unserer Campers bzw. bei unserem Midi hinten drin. Wir haben ca. 1,30 in der Breite und ca. 1,90 in der Länge. Dafür machen wir hier vorne auch extra immer noch diesen Fußausschnitt, damit eben auch die größeren Leute Platz finden. Bei unseren Modellen ist es uns einfach immer wichtig, dass das Bett im Grunde hinten fest verbaut ist, dass wenn ich eh schon ewig unterwegs bin, lange Auto gefahren bin und eigentlich nur noch schlafen will, nicht anfangen muss, hier noch groß irgendwas umzubauen, irgendwelche Sachen umzuräumen. Ich kann so einfach, wenn ich unterwegs bin auf meinem Roadtrip, ich bin lang gefahren, bin müde, will schlafen, haue ich mich hinter ins Bett und kann schlafen. Wir haben mega viel Stauraum unterm Bett. Das von hinten, das filmen wir euch in ein paar Minuten ab. Jetzt erstmal von vorne. Wir haben hier eine Kiste, beziehungsweise zwei, unten eine größere, oben eine kleine, für Klamotten etc. Hier direkt daneben eine ganz große Kiste. Ich für meinen Teil muss dazu sagen, dass mir die kleine mal reicht. Meine Freundin kriegt dann die größere. So, schön und gut, wir haben ein großes Bett drin. Der ein oder andere von euch wird sich jetzt aber vielleicht gefragt haben, wo kann man denn dann hier auch essen in diesem Camper?
Hier haben wir extra einen Deckel drauf gemacht. Das ist dann quasi auch gleich ein Sitz. Ich sitze auf dem zweiten. Neben mir könnte locker noch eine Person Platz finden. Unsere Klappe, die wir vorhin schon auf hatten, ist gleichzeitig auch unser Tisch. Er ist jetzt nicht riesig, auf jeden Fall finden zwei, drei Teller Platz. Und wir haben hier ja die ganze Ablagefläche. Ich kann dann sogar im Sitzen noch kochen, warten, bis die Nudeln fertig sind. Und so kann man dann wirklich auch am Abend chillig ja, den Abend im Camper verbringen. Wie ihr sehen könnt, haben wir über dem Bett ganz bewusst an dieser Stelle die Dachhaube verbaut, damit einfach über dem Bett schöner Durchzug entsteht, die warme Luft nach oben raus kann. Man kann das hier komplett öffnen, kann dann in der Nacht auch offen lassen, weil wir wieder Fliegengitter haben oder hier eine Verdunkelung. Und wenn die Nacht klar ist und ich lasse komplett offen, kann ich, wenn ich Glück habe, auch noch ein paar Sterne sehen oder ein paar Sternschnuppen. Genau, so viel von unserem Bettbereich. Erwähne ich jetzt auch mal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr es immer in die Kommentare schreiben oder uns direkt ansprechen oder anrufen. Und wir machen jetzt dann weiter noch mit dem Hinteren vom Fahrzeug. Der dritte und letzte Teil unserer Roomtour von unserem Camperium Midi ist das Ganze dann auch mal von der Heckansicht. Wie ihr sehen könnt, ist das Bett in drei Bereiche gegliedert. Wir haben hier ein Riesenfach wirklich für Campingstühle, Campingtisch, Wanderschuhe, alles was man eben so noch dabei hat. Auf der rechten Seite haben wir auch ein Riesenfach. Da ist jetzt vorne quasi noch die Kiste, die gleichzeitig den Hocker darstellt. Dahinter haben wir auch bei unseren Mietcampern zum Beispiel ein Porta-Potty oder auch eine Trenntoilette hat da Platz. Und hier hinten einfach auch noch Stauraum. Das gleiche haben wir hier in der Mitte. Da ist vorne, seht ihr, die Kiste zum Ausziehen. Es passen locker noch zwei so Boxen hier auch rein oder man lässt es offen für einen Sub, was auch immer man eben mitnehmen will. Und wenn der Stauraum hier noch nicht reicht, gibt es immer noch die Option, ich mache den schönen Traumfänger hier mal weg. Zum Beispiel auf der Seite haben wir einen Hängeschrank im Angebot. Der hätte hier auf der Seite auch nochmal Platz. Also am Stauraum mangelt es bei unseren Campern wirklich nicht. Und zu guter Letzt, das letzte Feature, das ich euch noch zeigen will, ist eben, dass man das Ganze hier teilen kann. So, wie ihr seht, habe ich jetzt schon mal die ganze Deko weggeräumt. Dann zeige ich euch das schnell, das ist wirklich super easy. Einfach die mittlere Matratze zum Beispiel hier rüberlegen. Dann ist hier ein Brett drin, das haben wir extra locker drin gelassen immer. Das wird hier gesichert, kann ich mir einfach hier rausholen. Kann es zum Beispiel hier unten reinschieben. Und zack, habe ich mega die Durchladung in der Mitte. Das geht wirklich 2 Meter bis zur Küchenzeile vor, ist 60 cm breit. Und somit habe ich eben die Möglichkeit, einfach mal 2 Fahrräder reinzustellen. Oder wenn ich beim IKEA ein Regal gekauft habe, kann ich den Camper dann eben auch noch als Transporter nutzen. Genau, das war's mit unserer Vorstellung von unserem Camperium Midi. Wenn ihr Fragen habt, wie schon erwähnt, einfach in die Kommentare oder uns anrufen oder schreiben. Wir sind immer für euch da und wir hoffen, es hat euch gefallen.